Dazu möchte ich noch eins sagen. Ich habe hier von einer ganz speziellen Technik, das nennt man Sangevini-Technik, da gibt es so eigene Energieträger, das sind also hier einfach nur so Globuli drauf. Da war ich am Dienstag diese Woche, jetzt das zweite Mal, bei einem Treffen in Hallein in einem sehr tollen Freundeskreis dabei. Da sind meistens so 20, 25 Personen drinnen. Und die energetisieren und programmieren solche kleine Datenträger, sage ich jetzt einmal. Und anhand von diesen Datenträgern kann man das dann auf andere Sachen sozusagen wieder weiter übertragen. Das schaut dann ungefähr so aus. Man hat hier entsprechende Karte, wo man auf der einen Seite hier das hochschwingende Grundding drauf gibt. In dem Fall also hier dieses Teil und auf der anderen Seite dann hier den Kristall drauf gibt. Also die Information von da wird dann auf diesen richtig, Stein transportiert. Genau, richtig. Im Durchschnitt sagt man ungefähr, dass so ein Kristall hier, wenn man im Geschäft kauft, irgendwo zwischen 15.000 bis 20.000 Bobis hat. Bobis also die Einheit für Energie, die man auspendeln kann. Und wenn man diese Kristalle hier mit meinem Kristallgerät einfach nur drauflegt, für 6 Minuten die anderen Kristalle rotieren lässt, geht diese Energie rauf auf ca. 300.000 Bobis. Das ist schon wunderbar und schön. Mhm. Bis zum 21.12. war die größte Energie, wo sich alle Radiästheten weltweit einig waren, in der Königskammer von der Cheops-Pyramide, angegeben mit 170.000 Bobis. Ja. Mittlerweile gingen die Energien stetig und immer weiter hoch, deswegen sind also so höhere Energetisierungen heutzutage unter Wissenden, also Energetikern, Therapeuten, Praktikern, die also mit dieser Schwingung täglich zu tun haben, nichts weiß Gott wie Neues dabei. Mit dieser Sangevini-Technik bin ich drauf gekommen, dass die Energie der Kristalle und des Wassers, das man damit energetisiert, auf bis zu 900.000 Bobis aufgeht. Sehr gewaltig. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, ob ich jetzt an einem normalen Kristall hier, so wie er in den Geschäften drinnen ist, allein nur mit Liebe übers Herz programmiere oder eben auch eine Schwingung aufbringe. Entschuldigung, für die Menschen, die nicht wissen, was Bovis-Einheiten sind, können Sie es mal erklären? Ja, da gibt es eine wunderbare Tabelle, die ihr dann auch gern einblenden könnt, wo man theoretisch eine Tabelle für den Menschen hat, damit ich es für mich jetzt dann korrekt und richtig heranbringe. Ich zeige es hier auch kurz einmal vor, die schaut dann auch so aus in die Richtung. Da gibt es im linken Bereich, der schwarze Bereich, von 0 bis 1000 Bobis bist du energetisch tot. In dem grauen Bereich von 1000, genau, in dem grauen Bereich hier von 1000 bis 3000 bist du vergiftet. 3000 Bobis ist ungefähr der Wert, den ich auspendle bei Menschen, die krank sind. Von 3000 bis 6000 Bobis, dieser blaue Bereich, kann man sagen, das sind eben Drogen, Rauschgift, Alkohol, also eher was, was einen Menschen auf Dauer hinunterzieht. Aha, ja, 6000 Bobis ist ein wichtiger Grenzwert zwischen Blau und Grün. Da sagt man, das ist der Wert von Wasser. Normales Wasser, so wie er in der Leitung überall durchgeht, und das ist ein relativ niedriger Wert. Naja, klar, es hat keinen Quellwassercharakter. Richtig, dann, genau. Der Idealwert für einen Europäer sollte sein ungefähr 7000 bis 8000 Bobis nach der alten Energieeinheit. Das schwingt jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen höher, nur dass man eben anhand von der Tabelle das redet. Und im Rahmen von meiner Studie bin ich drauf gekommen, dass die meisten Menschen, mit denen, also von diesen 150 Personen, die ich ausgetestet habe, die waren alle bei 6000 Bobis. Mhm. Der Hintergrund ist relativ einfach nachvollziehbar. Der Mensch besteht zu 80% oder 90% aus Wasser. Und wenn der Mensch hauptsächlich normales Wasser trinkt, dann nimmt er auch genau diese Energie an. Ich finde das ein bisschen schockierend, wenn man mal schaut, zwischen Genussmittel, Drogen und Nahrungsmittel sind eigentlich dann eben Lebensmittel. Ja. Ja. Nahrungsmittel heißt eigentlich dann, ist ein Füllmittel, hat noch nichts eigentlich, was mit dem Leben zu tun hat. Und jetzt unser Wasser, was wir trinken, so da dazwischen. Ja. Das hat eigentlich überhaupt keinen Charakter, das dann das Wasser, richtig, was wir aus der Leitung kriegen. Das ist richtig. Vielleicht auch noch zum Verständnis, der grüne Bereich von 6000 bis 9000 Bobis, das sind die normalen Lebensmittel, die wir kaufen in standardmäßigen Geschäften, ohne Namen zu nennen. Ab 9000, der orange Bereich, bis 12000 Bobis, das sind die Lebensmittel, wo man wirklich aufleben würde,
wenn man direkt zum Bauern geht und frisches Obst und Gemüse ohne Nahrungsergänzungsmittel oder sonst was nimmt, Bioprodukte zum Beispiel, sind natürlich ein bisschen teurer, aber sie sind es energetisch natürlich auch wert. Und ein zweiter wichtiger Faktor ist hier genau die Grenze zwischen Orange und eben dem Rosenbereich. Da sind 12.000 Bovis. Ab diesem Zeitpunkt fangen Heilsubstanzen an. Gute Medikamente, Pflanzen, Tees, wie auch sonst immer. Und ich bin eben auch draufgekommen bei meiner Studie mit dem Kristallgerät und mit dem Austesten von Menschen, dass Heiler, Energetiker, Therapeuten, Leute, die also persönlich mit Kontakt von Mensch zu Mensch arbeiten, auch meistens in einem höheren Bereich ab 12.000, 15.000 bis 18.000 Bovis sozusagen schwingen. Und das ist, vergleiche ich für mich immer mit so einem kleinen Beispiel wie beim Bergsteigen. Wenn ich in der Mitte des Berges bin, dann kann mich persönlich nur jemand weiterbringen, der schon oben an der Spitze ist, der energetisch hochschwingt. Da kann ich dann nach oben sozusagen bitten, kannst du mir einen Weg zeigen oder kannst du mir ein Seil runterwerfen, kannst du mich zu dir heraufziehen. Das heißt weiterhin, dass also Energetiker oder Personen, die für andere Personen etwas Gutes tun wollen, sollen durchaus wissen und in der Lage sein, ihre eigene Energie selbst entsprechend höher zu schwingen. Das ist einmal der Hintergrundgedanke. Okay. Wie ermittelt man den Wert Bovis? Das geht radiästhetisch übers Pendeln. Da gibt es eine eigene Tabelle, auf die man leicht zugreifen kann. Ich kann es hier mal kurz vorführen. Wenn man also hier ein Pendel in dem Fall hat, dann nimmt man das Teil hier einfach. Okay. Das heißt, ich frage jetzt dann einfach mal an, bezogen auf den Menschen. Diese Tabelle hier geht nur, unter Anführungszeichen, bis 14.000 Bovis. Darf ich dich als Muster hernehmen? Natürlich. Okay. Ja. Gibst du mir kurz deine Hand? Nein, nur so. Ich muss immer vorher abfragen, kann ich mit der Person testen, soll ich testen, darf ich testen? Die Rückmeldung beim Pendel ist, wenn ich an gar nichts denke, ist das Pendel komplett ruhig. Okay? Wenn ich jetzt dann sage, vorab, ohne jetzt an dich zu berücksichtigen, zeig mir bitte ein Ja. Wie würde das Pendel reagieren, wenn ich eine Frage stelle, die das Pendel im Unterbewusstsein mit Ja beantwortet? Dann schwingt das Pendel von mir aus gesehen nach vorne und zurück. Mhm. Okay? So, wenn ich das Pendel jetzt frage, Dankeschön, muss mich immer bedanken. Wie schaut es aus, wenn ich geistig sozusagen ein Nein haben möchte? Mhm. Also ich stelle eine Frage, die das Pendel mir mit Nein beantwortet, geht das Pendel hier links, rechts, hin und her. Wenn ich jetzt dann frage, ein sehr deutliches Ja, also die beste Entscheidung, der beste Job, die beste Frau an meiner Seite, also mit Ausrufezeichen, würde, ja, ganz genau, würde das Pendel mir hier eine Energie anzeigen, rechtsdrehend Energie. Das ist für mich das Optimalste, okay? Jetzt sage ich Dankeschön. Und wie ist das Gegenteil? Der schlimmste Job, die falsche Entscheidung, falsche Frau, würde das Pendel mir hier eine Energie anzeigen, linksdrehend. Gefallen für Zug. So auf die Art, ja, genau. So, jetzt nochmal eben die Info. Wenn ich abfrage, kann ich mit dir testen heute, kommt ein eindeutiges Ja für mich. Soll ich mit dir testen? Ebenfalls Ja. Kann ich mit dir testen? Ja. Bis jetzt dann erst ein einziges Mal einen Fall gehabt, dass eine Person zu mir gekommen ist, das Pendel aber eine Nein-Anzeige gegeben hat. Dann sind wir nachher draufgekommen, die Dame hatte gerade eben ihre Tage sozusagen. Aha. Und an dem Tag ist irgendwie nicht stimmig gewesen. So, jetzt frage ich das Pendel an, was hat diese Person mir gegenüber derzeit für eine Bovis-Energie bitte. Und da kommt hier heraus, genau zwischen Blau und Grün, der Wert, von dem ich vorher gesprochen habe, 6.000 Bovis. Also Leitungswasserwert. Leitungswasserwert, ja. Und der Mensch besteht zu 80% aus Wasser und ja, hier, das ist die Rückmeldung. Zu, ja.